Da sich die meisten Menschen nichts unter Biotechnologie vorstellen können, werden wir euch heute einen kleinen Einblick in die Praxis der Zellkultivierung geben. Was soll ich hiermit genau machen? Also wir wiegen jetzt nach der Anleitung die einzelnen Chemikalien ab, um dann das Medium anzusetzen, um ihre Kultur mit Nährstoffen zu versorgen. Wir haben unsere CAO-Zelllinie mit zwei verschiedenen Medien kultiviert, sodass die einmal adherent wachsen, das heißt die Zellen wachsen an der Oberfläche von der Teeflasche, und einmal haben wir dann unsere Suspensionskultur, wo die Zellen im Medium schwimmen. Unter der Reinraumwerkbank werden die Zellen in das Medium überführt. Um Kontamination zu vermeiden, sollten alle Arbeitsschritte unter einem Winkel von 45 Grad ausgeführt werden. Außerdem sollte beachtet werden, dass man vor der Cleanbench nicht spricht und nie über geöffnete Gefäße greift. Um den Zustand der Kultur zu bestimmen, werden jetzt lebende und tote Zellen gezählt. Dazu werden die Zellen mit einem Farbstoff blau angefärbt und in einen speziellen Objektträger gegeben. Unter dem Mikroskop können die Zellen nun gezählt werden. Um einen Vergleichswert zur manuellen Zählung zu bekommen, verwendet man ein automatisches Zählverfahren, was man links im Bild sieht. Das Gerät, was hierfür verwendet wird, ist das Casey. Das Ganze funktioniert so, dass man eine verdünnte Probe in das Gerät stellt und dann läuft die Messung automatisch ab. Nach der Messung kann man dann einfach die Zellkonzentration vom Bildschirm ablesen. Das Ziel des Praktikums lag darin, das sterile Arbeiten und den Umgang mit tierischen Zellen zu erlernen. Kontaminationen, wie im Bild zu sehen, sollten vermieden werden. Wenn alles steril geblieben ist, sah das Ergebnis so aus.